Hallo! Ja, ich bin gebeten worden, mit der neuen Blushed Nudes Palette von Maybelline ein Armut zu schminken. Und ich hatte letztens eins gemacht, da war sogar der Mann fast sowas wie begeistert und gesagt, oh, deine Haare sehen aber heute schön aus. Und da dachte ich, das teile ich mal mit euch, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, ne, aber gut. Ich werde aber jetzt mal eben hier den Blushball nochmal auftragen, der sich ja als süßes kleines Dupe zum Rockateur entwickelt hat. Und Cinnamon Candy, die 30. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich diesen Auftrag hier jetzt, naja, finde. Aber gut, wir machen das jetzt mal. Einfach so. Aber das mag ich überhaupt nicht. Diese Auftragsmöglichkeit. Aber gut. Das kann doch nicht präzise sein, oder? Ich meine, hallo? Was ist das denn? What is that? Naja, gut. Die Farbe ist schön. Ich versuche mal eben hier ein bisschen was mit einem Pinsel zu korrigieren. Ja. Make-up ist schon drauf. Concealer ist schon drauf. Ich habe auch den Concealer von Catrice gerade benutzt. Habe aber mal direkt festgestellt. Mann, Sarah, cool, bleibe. Hallo, das ist die 05, das habe ich euch gestern gar nicht gesagt in dem Haul. Entschuldigung, da muss ich hier mal ein bisschen. 05 Light. Kuckuck. Kuckuck. 05 Light Natural. Die Farbe ist gut, sehr hell, keine Frage. Deckt mir nur nicht genug. Habe ich gerade mal spontan festgestellt. So, also, was habe ich gemacht? Ich habe schon die Base aufgetragen. Ich habe das Soufflé, Ballerina Backstage Essence Eye Soufflé in der Farbe Dance the Swan Lake. Ich versuche es mal so. Es ist, ja, eine helle Farbe. Und da bei mir ja nichts hält ohne Base, habe ich auch schon eine Lidschattenbase aufgetragen. Das war in dem Fall jetzt die, weiß ich nicht mehr. Die Tube. Urban Decay Primer Potion. Habe ich schon sehr lange nicht mehr gesagt. Das Wort Urban Decay oder den Satz, die Beschreibung, den Titel. Den Urban Decay, die Urban Decay Primer Potion. Ja, egal. So. Ne? Schon mal für die Farbe. Ich kann euch noch nicht sagen, ob das hier mit dem Beauty Lighten vielleicht ein bisschen zu hell ist. Wahrscheinlich, ne? Gucken. Heller. Ja, und dann flackert das ein bisschen. Naja, da müssen wir jetzt mal durch, Freunde. Ich habe mir gedacht, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Bevor ich mich jetzt wieder dahingesetzt habe, die Kamera aufgebaut habe und, dachte ich, machen wir das jetzt mal so. Da ist sie, The Maybelline Blushed Nudes. Und ich werde jetzt erstmal mit diesem rosanen Ton hier mein komplettes Augenlid beschmutzeln. Der Lieblingspinsel ist immer schmutzig, ne? Was ich dann direkt gemacht habe, ich bin hier in die helle Farbe rein mit dem Ringfinger einfach ein bisschen getupft und tupft das dann direkt da unten runter. Kannst auch mit, ist egal mit welchem Finger. Ich habe es auf jeden Fall mit dem Finger gemacht. Und die ganz helle Farbe einfach unter den Brauenbogen gegeben. Nicht zu viel, damit du nicht aussiehst wie, ne, man weiß es nicht. Aber das war der Gedanke dahinter. So. Mit diesen hellen Rosaton so schön. Ja. So. Dann habe ich diese Farbe genommen. Und sie mit einem Blendepinsel, das mit der Kamera und dem Spiegel, das stellt mir wieder vor Herausforderungen, die ich kaum zu leisten und vermag. Da gehen wir jetzt rein und das ist meine Transition Color, you know. Ich weiß immer noch nicht das deutsche Wort, die Verbindungsfarbe, die Überbrückungsfarbe, die Also ich auch nicht Farbe. Wir blenden uns wie immer um den Verstand.
Und dann müsste es eine Mischung gewesen sein aus dieser hier unten. Ja, ne? Und diesem. Ich gehe dann so zwischen das, zwischen diese Farbe und diese Farbe. Mix dann nochmal so ein bisschen von den beiden und das. Und püttel das. Ja, schön, Sarah. In die Lidfalte. Und da nehme ich meinen absoluten Lieblingspinsel für solche Geschichten. Das ist dieser hier. Der Zoeva Eye Blender. Die haben ja irgendwann mal ihre... Die haben ja irgendwann mal ihre Pinsel ein bisschen umgestellt. Und seitdem finde ich den nicht mehr. Den hätte ich gerne nochmal, aber okay. So. Und dann trage ich das auf und blende, blende, blende. Aber das Schöne an diesem Pinsel ist, der ist punktiert, aber trotzdem irgendwie fluffig und verteilt einfach die ganze Geschichte echt super schön. Ja, ich mag den einfach gerne. Und bin von dieser Palette ernsthaft sehr begeistert. Also für 10 Euro die absolute Knüllerpalette. Ich finde, damit kannst du nichts falsch machen, wenn du in dieser Farbgeschichte unterwegs bist. Und Rosé und Rottöne, nudige Rottöne, ich was weiß ich, ich finde sie auf jeden Fall schön. Und ja. Wenn das Ganze jetzt ein bisschen zu stark dunkel ist, dann kannst du noch durch nochmal mit der hellen Farbe so ein bisschen auf das Lid drauf und hast es dann nochmal so ein bisschen aufgehellt. Die hier vorne finde ich auch super schön. Die mache ich jetzt einfach mal Fussel aus dem Mund in die in den Augeninnenwinkel. So. Und was ich auch noch gemacht habe, geht auch immer, ist hier mit dem Catrice Stylo. In dem Kupferton, warten wir kurz, Copper and Paste. Unten an den Wimpernkranz. Der Farbe auftragen. Und mit dem Sigma Flat Definer, auch mein absoluter Lieblingspinsel. Flat Definer, wo stehst du? Im Final Flatter. Ja. Boah, Sarah, lass es! Kunststoff. So, damit gehen wir dann jetzt nochmal in Runde in die schöne Palette. Und ich nehme jetzt diesen Farbton hier und setze den eben unter. Habe ich euch das jetzt gezeigt? Diese. Oh, sorry. In die und dann den unteren Wimpernkranz. Wenn euch das rot ist und ihr das Gefühl habt, ihr seht aus wie ein Versuchskaninchen, dann könnt ihr natürlich auch in den Goldton gehen. Diesen hier. Oder in diesen. Oder in beide. Mix, mix. Und geht da nochmal so ein bisschen drüber. Das ist ja auch mehr so ein Kupfertönchen hier. Natürlich steht es euch frei, da auch noch mal eine Runde zu blenden. So. Dann packe ich da jetzt Wimperntusche drauf, male mir ein paar Augenbrauen und so, fertig ist die Laube. No, so sieht's aus. Ich nehme euch jetzt mal eben mit an die Balkontür, damit wir das Ganze mal bei normalem Licht betrachten können, die Beauty-Light-Geschichte. Macht zwar viel Gutes, aber so richtig rauskommen über die Kamera mit dem
mit den Farben ist, glaube ich, noch nicht so perfekt. Deswegen machen wir das ja jetzt. Überall in der Bude hört ihr irgendwelche Geräusche, da läuft die Spülmaschine. Ich stehe jetzt also an der Balkontür und wollte euch das Endergebnis des Augen-Make-ups zeigen. So. Und haben wir jetzt weggesucht? Nee. So. Und auf den Lippen trage ich dann jetzt die 207 Pink Fling Color Sensational Blush Nudes bla blups. Also heute im Zeichen Blush Nudes. Und ja, so ist es. Das ist jetzt, wie gesagt, mein Eye of the Day. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, die Quali mit dem Licht und so und dem Gerausche im fensterlosen Badezimmer war in Ordnung. Werde ich dann beim Schneiden feststellen, ne? Ciao, danke fürs Zugucken.